So, grüß Gott miteinander. Jetzt sind wir mal in einem ganz anderen Umfeld. Was da vor euch steht, das hat sich alles heute Morgen ergeben. Nach dem letzten Video, wo ich gemacht habe, wo eben Bianca gerade berichtet hat über die frisch zurückliegende Schulung sozusagen, da haben mich einige Menschen kontaktiert, ja mal gucken, wie es ihr nach ein paar Wochen geht. Vor 4 Tagen habe ich gedacht, Menschenskind, heute am Sonntag, also am 12. September, da möchte ich gern Motorrad fahren. Okay, und heute Morgen, kurz bevor ich auf die Maschine geguckt bin, ruft mir der Helmut an. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wir treffen uns. Und er war ja schon unterwegs von Hinterstuget. Und dann wollte mir Bianca auch noch was bringen. Und dann hat sie gesagt, sie wird mit dem Motorrad kommen. Dann habe ich gesagt, also, das darf ja nicht wahr sein. Also, dann treffen wir uns und nachher schwätzen wir untereinander. Und der Helmut ist jetzt einer, der war vor ungefähr 6 Wochen bei mir. Das heißt, er kann jetzt schon darüber schwätzen, was ihm mittlerweile ja, in der kurzen Zeit geschehen ist. Und ja, jetzt muss ich halt ein wenig laut schwätzen, ja, weil wir kein Mikrofon haben. Oder darfst, wenn darf du willst. Danke. Ja, was soll ich jetzt sagen, geschwind auf die Schnelle. Also seit ich jetzt beim Hubert war, muss ich sagen, hat sich bei mir schon was verändert in mir. Ich stehe einfach auf meine Füße, gehe viel klarer durchs Leben. Und die Art und Weise, wie das der Hubert macht, seine ganze Schulung, ich bin total begeistert, weil wenn man das dann erlebt und das wirklich wirken lässt, das gibt doch Veränderungen. Und vor allem ist das wie das Motorradfahren. Du kommst einfach auf deine Strecke und nimmst deine Kurve ganz easy durch, und gehst so durchs Leben. Ich finde, das ist super. Ja, und ich durfte jetzt auch mit Teil sein dieser Männergruppe sozusagen. Haben wir jetzt vorhin einen Kaffee getrunken da irgendwo. Und das waren einfach so spannende Gespräche, die ich eigentlich von der Männerseite her gar nicht kenne. Also ich habe ja auch so ein bisschen meine spirituelle verrückte Frauenkreis oder so, kann man vielleicht sagen. Und von Männern ist das einfach so für mich noch inspirierender, wenn da auch Richtung Spiritualität der eine oder andere Kommentar fällt. Und da habe ich dann auch schon vorher dann so gedacht, eigentlich wäre es, wir sind jetzt ja am Start, wir haben uns jetzt auf den Weg begeben und wir haben jetzt gleich mal hier die erste Motorradwelle mitgenommen. Dachte ich dann so, eigentlich hätte ich gern öfter mal einfach so ein ganz unkomplizierter, zusammengewürfelter Kreis, wo man sich genau über solche Sachen austauschen kann, ganz unverbindlich und ein paar Impulse mitnehmen, die einem ja dann wieder weiterhelfen. Und habe dann gleich zum Hubert gesagt, gibt es bei dir nicht so was wie ein Mörle-Café? Und dann hat er grinst, da habe ich nur gesagt, da im Melkstand ist doch Platz. Und dann habe ich gleich eine auf den Deckel gekriegt, das kann ich gleich bleiben lassen. Also der Melkstand ist auf jeden Fall verteidigt worden. Nee, aber auf jeden Fall so eine Grundidee, wo man einfach sagen kann, da kann man sich so wie so ein Mörle-Stammtisch ab und zu mal treffen, um seine Themen einfach defensiv, ganz ungezwungen ist ein blödes Wort, aber so wie es halt gerade kommt und so wie es einem in den Sinn kommt, sich ein bisschen austauschen kann. Ja, das war so eine Frauenidee. Ja. Und dann war noch gleich mal eine spontane Idee, Kamera mitnehmen, Stativ mitnehmen, wer weiß, ob man da draußen ein Video machen können. Und das, was da jetzt stattfindet, das soll symbolisch für Folgendes sein. Wenn sich jemand aus dem alten System herausbewegt auf einen neuen Weg, dann ist er zunächst mal einsam. Das heißt, er ist allein gelassen und muss da durch und muss Prüfungen bestehen, bis dann diese Menschen man kennenlernt, die auch auf dem Weg sind. Und ich will damit sagen, wer sich auf diesen Weg begibt, so wie wir uns jetzt, wir lernen uns total schnell kennen und ja, da läuft die Telepathie ab, das ist echt stark und drum eben auch ganz schnell neue Menschen kennenlernen auf dem Weg. Und jetzt wird die Sonne noch stärker, da kommt jetzt wieder ein richtiges Ja dazu. Also, wer sich wirklich auf diesen Weg jetzt begibt, der Zeitgeist, der macht voll mit, also dieser michaelische Geist, der ja im Auftrag des Christus unterwegs ist. Ja. Und ihr seht ja also ganz praktisch, ich würde auch sagen, Biker Welcome. Und das Gleiche, was jetzt mit Privatpersonen geschieht auch mit Unternehmern.
Das heißt also auch Unternehmer, wenn die sich auf den Weg machen und diesen Weg einschlagen, die werden auch in ganz kurzer Zeit ähnlich tickende Unternehmer kennenlernen und dann können wir Gewaltiges bewegen in einer ganz kurzen Zeit. Und dazu lade ich eben sowohl Privatpersonen wie auch Unternehmer herzlich gern ein. Und auf dem Motorrad, also da ist so eine Grundhaltung, da verstaut man sich einfach ohne geschwätzt. Ja? Und das sind so direkte Leute, weil die sind auch direkt mit der Straße in Kontakt. Und heute geht es ja beim Motorradfahren nicht nur darum, dass man auf sich selber aufpasst, sondern es sind ja auch Leute unterwegs mit den Autos, also das erlebe ich immer öfter, dass du auf die anderen Verkehrsteilnehmer aufpassen musst, wie die reagieren. Und du hast ja keine Knautschzone. Also Geistesgegenwärtigkeit, Gelassenheit und diese Nähe zur Natur und auch die Gerüche wahrnehmen, alles um dich herum. Ja, also da versteht man sich halt einfach ganz gut. Darum ist auch jetzt dieses Umfeld einmal toll. Einerseits der Hof, dann wieder sowas, dann wieder auf dem Feld zwischen den Viechern. Also uns kann er dort antreffen in alle Lebens- und Arbeitsbereiche. Und das Verbindende sind einfach die Gedanken, die Ausrichtung und die Gedanken, die dann auch zusammenführen, eben ob auf Hof oder auf der Straße oder sonst im alltäglichen Leben. Und das finde ich auch einfach faszinierend, wie man immer wieder auf Leute dann trifft, die mal geschwind was einen Satz fallen lassen, wo man denkt, ah ja, also da habe ich doch neulich erst drüber nachgedacht, das ist interessant. Und dann geht man mit dem Satz dann weiter im Gepäck und merkt dann, das bringt mich wirklich weiter. Und jetzt wie vorher die paar, sei es jetzt Numerologie oder andere Themen, ich kann das jetzt schon gar nicht mehr so leicht erfassen, aber diese verschiedenen Sparte, die dann kommen und wo man sagt, ja, das finde ich ganz spannend, das fasziniert mich und dann kommt mir jemand entgegen, der mir genau dazu was sagen kann, diese Gedanken verbindet. Das wollte ich noch. Ja, es kommt immer stärker zum Tragen. Achtet auf eure Gedanken. Ja. Eure Gedanken werden Worte, eure Worte werden Taten, eure Taten werden euer Schicksal. Und da sieht man das jetzt ganz praktisch, wie sich Gedanke, Ausrichtung auswirkt, an einem Strang in die gleiche Richtung. Genau, die Energie, wo man dann spürt und wo ihn dann verbindet, die führt dann auch zusammen. Und je mehr man zueinander findet, je schneller geht es voran, weil die Energie wächst dadurch. Dynamisch. Ja. Gut.